Hey, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute verwende ich Logok aus gegebenem Anlass, denn es geht um die besten Starter-Pokémon. Und Logok ist für mich schon mal das beste Starter-Pokémon aus Pokémon Tech. Aber es geht natürlich im Grunde um die Starter-Pokémon aus der Hauptspielereihe. Deshalb macht's euch gemütlich, holt euch Chips und Bier. Es sei denn, ihr seid minderjährig. Dann könnt ihr die Chips weglassen. Wir beginnen mit der 6. Generation. Bei X und Y ist es wohl klar, wer den ersten Platz macht. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, der beste Starter aus der 6. Generation ist Brigaron. Diese Glatze, diese ausgeblichene Farbe, die Tatsache, dass es optisch nichts mehr mit seinen Vorentwicklungen... Halt's Maul, Mann! Nee, nicht wirklich. Meine Meinung entspricht der allgemeinen Meinung, für mich ist Quajutsu der beste Starter aus X und Y. Frösche sind ohnehin meine Lieblingstiere. Das ist ein Ninja-Frosch mit einem mega coolen Design. In Shiny sieht es nochmal ein Stück geiler aus. Es hat eine extrem coole versteckte Fähigkeit, durch die es sogar ins Uber gekommen ist. Ist einfach ein cooles Pokémon, kann man nicht anders sagen. Es hat sogar einen Platz in Super Smash Bros. Gekriegt. Mega heftig. Bei der 5. Generation ist die Auswahl meiner Meinung nach auch klar. Ich finde, Sepiroyal ist ein ganzes Stück vor den anderen beiden Startern. Ein geiles kreatives Design, interessante Statuswerte, variabel einsetzbar, eine mega geile versteckte Fähigkeit, da kann man im Grunde echt nicht meckern. Admurai wird für mich von allen anderen Wasserstartern klar ausgestochen und ich glaube von dem dritten Feuerkampfstarter, der auch mit Abstand am schlechtesten von den dreien ist, brauche ich gar nicht erst anfangen. Die 4. Generation macht es mir extrem schwer, da finde ich alle Starter geil. Empoleon hat einen ziemlich coolen Typ und das Design ist auch extrem gut gelungen, finde ich. Ich finde es extrem cool, dass Shellterra quasi ein Stück Welt oder ein Stück Erde auf dem Rücken mit sich trägt. Und naja, ein Feuerkampfaffe ist natürlich auch super geil. Aber ich muss mich in diesem Fall tatsächlich für Panferno auch entscheiden. Auch Affen gehören zu meinen Lieblingstieren. Panferno hat ein ziemlich cooles Design und es ist variabel einsetzbar. Gewinnt allerdings nur knapp vor den anderen beiden. Jetzt könnte man denken, dass mein Favorit in der 3. Generation Logok ist, weil ich hätte auf Pokémon Tekken ja auch Gevaldo benutzen können. Dem ist aber nicht so. Da habe ich euch voll reingelegt. Logok mag ich tatsächlich am wenigsten von den dreien. Mein Lieblingsstarter aus der 3. Generation ist tatsächlich Gevaldo. Ich komme nur auf Pokémon Tekken nicht mit Gevaldo klar. Hier macht das Design für mich komplett die Tatsache wett, dass Gevaldo der schlechteste von den dreien ist. Und seit der Mega-Entwicklung ist Gevaldo ja auch nicht mehr so nutzlos wie vorher. Man muss es einfach zugeben. Wie könnte man diesen überstylischen Waldgecko mit dem Grashalm im Mund nicht cool finden? Es geht einfach nicht. Aber auch hier sind auch die anderen beiden wieder extrem cool. Wir nähern uns dem Finale. Die 2. Generation macht's mir auch wieder recht schwer. Mein erster Starter auf Pokémon Silber war Indivie und Megani war auch zugleich mein erstes Pokémon Level 100. Allerdings finde ich Megani heute einfach nicht so cool. Er lernt irgendwie keine coolen Attacken. Es ist einfach so übertrieben defensiv. Also Megani, muss ich sagen, fällt für mich trotzdem raus, trotz des Nostalgie-Bonuses. Impergato verwende ich definitiv am liebsten im Competitive, weil es natürlich sehr gut ist. Mit der Fähigkeit Rohe Gewalt und mit dem Drachentanz kann es schon ordentlich Teams auseinandernehmen. Tornupto benutze ich auch relativ gerne, habe ich in VGC eine Zeit lang gerne verwendet, zusammen mit Glurak Y und dann Walschall mit der Eruption, ziemlich lustig. Und es gefällt mir auch vom Design am besten. Deshalb muss ich mich insgesamt tatsächlich für Tornupto entscheiden. Feurigel ist übertrieben niedlich und Tornupto sieht extrem mächtig aus. Damit kann man, denke ich, nichts falsch machen, würde ich sagen. Kommen wir nun zur 1. Generation. Und gleichzeitig zu meinem allerersten Pokémon und zu meinem absoluten Lieblingsstarter-Pokémon. Der Gewinner dieser Liste, sage ich jetzt mal, ist... nicht Glurak! Haha, Spisaflor! Die Wahl meines ersten Pokémon hat sich folgendermaßen ergeben. Alle meine Freunde haben natürlich Glurak oder Turtok genommen, oder entsprechend halt Shiggy oder Glumander, wie das nun mal so ist. Und der Hipster in mir musste dann einfach Bisasam nehmen. Ab dem Zeitpunkt ist Bisaflor eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon aller Zeiten geworden. Ich liebe das Design, ich mag die Typenkombination, ich mag die Statuswerte, ich mag die Attacken.
Das Pokémon, das passt einfach. Das Pokémon und ich, wir passen zusammen. Ich muss an dieser Stelle allerdings Props an Mega Turtok und Mega Glurak X geben. Was die Mega-Entwicklung angeht, kann Bisasflor vom Design her nicht so unbedingt mithalten. Aber das muss es nicht, ich liebe es trotzdem. So, das waren meine Lieblingsstarter-Pokémon aus allen Generationen. Man merkt schon, ich bin eher der Pflanzentyp, aber generell finde ich, dass die meisten Starter sehr gut gelungen sind. Schreibt mir gerne drunter, welches euer Lieblingsstarter-Pokémon ist und warum. Das interessiert mich. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!